So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 7 Online mit dem besten aller bestesten, dem lieben Retro Basti. Hallo. Hi, Hallo, na? Manu. Alles gut bei dir und Ja, klar, ist bei mir alles gut. mal wieder ein kleines Rennen. Danke für die Einladung. Ja klar, immer doch. Gut. So, was haben wir dann? Jo. Ich muss mich doch irgendwie entschädigen für das tolle Paket, das ihr mir zum Geburtstag geschickt habt, Roman und du. Haben wir sehr gerne gemacht, mein Ich Lieber. weiß. Hat doch unheimlich viel Spaß gemacht, das zusammenzustellen. Das glaube ich dir gleich. Und drei, zwei. Okay, und du spielst jetzt als wer? Als Cooper? Als Cooper, genau. Die Coopers, Genau. Hilfe. Oh, ich. Oh, je. Und dann Ich. noch gleich die Ringbogenstrecke. Die Strecke, die Freundschaften zerstört. Volle Möhre, aber das wird bei uns nicht passieren, lieber Manu. Nee, das glaube ich auch nicht. Wir werden uns für immer mögen. Das glaube ich nämlich auch. Und Ach, das hoffe ich auch sehr. ich denke schon, unsere Freundschaft hat sich ja sehr gut entwickelt. Ja. Auch wenn wir beide nicht gedacht hätten, dass sich jemals so eine Freundschaft entwickeln, wird. Tja, dabei warst du eigentlich nur ein YouTube-Abonnent. Ja, ursprünglich war ich nur ein ganz einfacher YouTube-Abonnent von dir. Ja, der mich dann gefragt hat, ob ich einen Discord hätte. Weiß ich Stimmt, noch. genau. Und dann hast du mir, glaube ich, irgendwie deinen Link geschickt Genau, ich habe einen Discord aufgemacht. Da war nichts los und da habe ich dich dann aufgenommen. Genau, ich weiß noch, den Link hast du mir über Instagram geschickt, kann das sein? Stimmt, ja. Und ja, daraus hat sich nun das entwickelt. Sehr schön. Finde ich auch. So, ich bin wieder Letzter. Juhu, und falle immer wieder runter. Ich bin gerade mit sehr viel Glück Erster. Hui, sehe schon. Wo bin ich denn hier? Kraterlandschaft? Ach, du bist gerade da bei diesen Kugelwilli-Dings da, ne? Genau. Im Hundezwinger. Genau. Ich glaube, da würde deine liebe Betsy Angst bekommen. Ich glaube auch. Oder sie würde die Hunde zu Tode schmusen. Ja, mit dir schmust die liebe Miezekatze ja dauernd rum, so wie du das erzählt hast. Bist du neidisch? Ach, mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn ich keine Katzenallergie oder allgemein Tierhaarallergie hätte. Also, ja, in gewisser Weise schon. Naja, ist ja auch kein Problem. Aber zurück zu unserer Freundschaft. Ich hoffe, wir können uns mal irgendwann vielleicht auch mal treffen. Ja, das hoffe ich auch mal. Ach, du weißt Vielleicht so auch was? mal. Ich komme Ja. jetzt sofort zu dir. Also bis gleich. Oh. Nein, Oh, nein, nein, krass. Schnell putzen. Oh, hallo? nein. Hi, Basti. Na? Manu, wie hast du das gemacht? Boah. Ich bin Sonic. Wahnsinn, ey, finde ich cool, ne? Ey, schön, dich mal kennenzulernen. Hier hast du auch etwas Brokkoli und ein paar Karotten. Oh, lecker Brokkoli. Das beste Gastgeschenk, was man dir bekommen Ach ja, wir zwei mit unseren Späßen. Habe ich dir eigentlich mal ein Foto von meiner, ich glaube, in Heidelberg großen Super Mario-Figur gezeigt? Hast du, glaube ich, nicht, oder ich
Ich erinnere mich gerade nur nicht. Na, ich habe letzten März habe ich von einem guten Freund eine Super Mario Stofffigur geschenkt gekriegt, die ist 50 cm groß. Cool. Ich habe ja jetzt auch eine Super Mario-Figur. Dank Roman und dir. Oh, Feuer Mario ist das, glaube ich, ne? Ja, genau, das ist Feuer Mario. Passend zu mir, denn ich bin ja auch richtig heiß. Für alle Zuschauer, die ja dein Unboxing noch nicht gesehen haben, Schande derer. Was hast du eigentlich so Schönes gekriegt von uns? Ich weiß es gar nicht mehr. Mega viel Zeug zu Mario. Ich glaube, dass Ja, sie. alles zum Thema Super Mario. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung, oder? Ach ja, doch, der Kasten war auch relativ voll. Ja, gut. Es war voll bis zum Rand, sagen wir so. Und der ganze Müllberg, der dadurch entstanden ist. Ich musste erstmal mein ganzes Zimmer wieder leer räumen. Wie fanden deine Eltern die Geschenke? Ach, die waren auch total begeistert von. Die dachten sich, ey, wie, oder das ist ja mega toll von den beiden da. Vor allem meine Mutter, als das Paket ankam, sie stand lächelnd im Türrahmen und konnte es kaum erwarten, bis sie mir zeigen konnte, dass ihr mir ein Paket geschickt habt. Ey, Basti, Ah, überhol mich okay. nicht. Ist dir eigentlich nicht aufgefallen? Oh mein Gott. Ist dir eigentlich nicht aufgefallen, dass bevor du das Paket gekriegt hast, ich mal wieder gefragt hatte, wegen Schule, wann du Schluss hast? Ja, also. Da hatte ich nämlich schon so ein bisschen versucht, dich auszuhorchen wegen dem Paket, wann es bei dir ist, weil ich wusste das ungefähr. Ach so, okay. Ich knall immer gegen dieses scheiß Schild. Ja, Er hat es gut. dahin gepackt. Super Mario. Ah, Nee, Hilfe. Luigi, Luigi. Ich fahre hier gerade auch ein bisschen besoffen, aber gut. Nein, Hilfe. Och Mann. Der blöde Ich nicht das Scheigei. ganze Schild. Ah. Oh, und du hast einen Goldpilz, sehe ich gerade. Wie sagen wir so schön? Don't drink and drive. So. Ja, ich habe einen Goldpilz. Ein Beziehungsweise Karte du verrät ja hattest. alles. Und ich glaube, Ganz ich werde toll. Dritter. Jawohl. Ah. Dritter Platz wenigstens. Wenn ich Glück habe, werde ich noch Sechster. Komm schon! Ja. Glückwunsch, Basti. Sechster Platz. Wow. Je besser als der Achter. Applaus. Yay! So, nächstes Rennen, mein Lieber. Genau, wenn Mario Kart Super. 7 mal laden würde, eventuell so. Vielleicht. Bestimmt. Dun, dun, dun. Ich glaube, wir müssen wieder singen, dass die Ladesequenz aufhört. Nee, Ich doch bin nicht. ein Ich Bär, Gummibär, ich ich bin bin ein ein Gummibär, Gummibär, ich ich bin bin ein ein Gummi, 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 Gummibär. Gummibär, Oh yeah. Gummibär, Gummibär. Ist schon passiert. Ach ja, wir sind halt zwei wie. Pech und Schwefel, mein Lieber. Genau. Wie von unseren beiden Lieblingsfilmhelden Bud Spencer und Terence Hill. Genau. Aber es sind wirklich klasse Filme, das muss man schon sagen. Ja, ich hätte auch direkt Lust, mir mal wieder so einen anzugucken. Ich hoffe, der Müller in unserer Stadt kriegt mal bald Nachschub, weil ich habe schon alle gekauft, die es dort gibt. So. Wow, du bist Erster, was ist passiert? Ich glaube, die Welt geht unter. Das sowieso, mein lieber Manu, das sowieso. Aber ob wir das noch Wenn alle von miterleben? den ersten.
Ah, Hilfe. Yay, ich bin gerade auf dem letzten Platz. Prima. Komm her, du. Och Komm Mann. schon, komm schon. Jetzt bin ich wieder Fünfter. Und ich bin Sechster. Jawohl. Ich bin Erster. Ja. Und ich bin Zweiter. Komm her, Basti. Denkst du? Oh, Banane. Noch eine. Ich habe keinen Hunger. Verdammt. Och Mann, jetzt. Och Mann, jetzt werde ich die ganze Zeit abgeballert von irgendwelchem Scheiß. Komm hier, ich reiche dir einen Schnitzel. Ach nee, ein Cookie. Leider von den ganz alten, weißt du? Oh nö, bitte nicht verschimmelt. Roman dreht mir die Dinger immer wieder an. Ach, passt Weil ich schon, so robust bin. bist ja nur du, passt schon. Na danke, Manu. So viel zu gute Freunde. Du weißt doch, ich mach Spaß. Na klar, weiß ich das. Dann ist gut. Genau. Und ich werde tatsächlich noch Zweiter. Ja. Darf ich dich Kosmik dann schummeln? Ach, wieso? Was kann ich dafür, Vierter wenn... Platz. Ich sehe es. Mein Kart ist einfach zu schlecht. Du solltest halt mal ein bisschen offscreen dir Sachen freischalten. Ja, das wäre eine gute Idee. Denke ich doch Brauchen auch. wir noch eine? Ja, eine Runde geht noch. Einer geht noch, eine geht noch rein. Genau, eine Runde geht in den Part noch rein. Genau, gerade so. Drücken wir mal ein bisschen. So, So. und was will ich für eine Strecke? Ich habe jetzt mal Lust auf die Strecke hier. Okay. Und der Basti wünscht sich die Fragezeichenstrecke. Die ist auch ziemlich Genau, die cool. finde ich am coolsten. Ja, die ist sehr cool. Aber hör mal, dann kann man doch vielleicht bald mal, du hast ja die Switch, Genau, ich habe jetzt die auch mal Switch. mit Mario Kart 8 Deluxe rechnen. Ja, also ich dachte mir, ich mache jetzt Mario Kart 7 online noch bis Folge 10. Dann kommt ein 10-partiges Let's Play zu Mario Kart DS, also Grand Prix und jeweils zwei Parts Battle-Modus. Aber ja, dann würde ich, denke ich, auch mit Mario Kart 8 Deluxe starten. Coole Sache, vielleicht hast du ja auch Lust mit mir, dann mal so das eine oder andere Video aufzunehmen. Gerne. Also mit dir nehme ich immer gern Videos auf. Cool. Und dann können wir ja vielleicht auch mal, wenn du willst, kannst du auch gerne mal in einem meiner Livestreams mitmachen. Ach, bestimmt irgendwann mal. Dann auch mal zu Mario Kart 8 Deluxe. Ah, komm her, Basti. Ja. Ah, da bin ich wieder. Ich hab's mir fast runtergeschmissen. Och, tut mir leid, Basti, bist du hingefallen? Hat er Plumps gemacht? Ich sitze nur im Kart, ich kann nicht hinfallen. Ach, du weißt, was ich meine. Passt schon. Passt schon. Es passt schon. Und dann kann man ja vielleicht dann auch. Wir haben ja beide noch so ein kleines Geheimprojekt, ne? Richtig. Na, schauen wir mal. Och nö, jetzt hat mich der Basti überholt, aber nicht mehr lange. Sag ich doch. Ah, du Sonnenstern, du Ratte! Ja, ich bin ein Superstar. Oh, dein Kart ist aber wirklich schnell. Ja, ich denke, da habe ich mir was ganz Gutes zusammengestellt. Ach So, hier. Mist. Ach du Scheiße. Da kam gerade der Blitz, aber wer bitte schön möchte ein Foto von mir machen? Das geht doch gar nicht.
Ach, wieso? Du musst dich da nicht verstecken. Ja gut, wir beide wissen ja, wie wir aussehen. Von dem her, ja. Ja, genau. Sollte man am liebsten nie jemandem zeigen. Und dein Gesicht will auch niemand sehen. Nee, garantiert nicht. So. Und die letzte Runde habe ich noch mal schön verkackt. Ich habe immerhin den dritten geschafft. Gut, Basti, Glückwunsch. Ja, Yay. aber Leute, dann würde ich sagen, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, schreibt mal Hashtag Freunde in die Kommentare, weil Basti und ich ja ein bisschen über unsere Freundschaft geredet haben. Aber ja, dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.